Servus und willkommen zurück zu Russian Fishing 4. Und wie man sieht, bin ich hier auch am Nordmeer. Und zwar, einen Moment. Oh, schöne Sardine. Und zwar am 41 Meter Loch. Ich habe hier angefangen, ungefähr in der Mitte. Die Strömung hat mich jetzt hier rausgezogen. Also hier ums 41er, beziehungsweise ich weiß nicht, wie groß der Radius ist, fängt man die Sardinen ganz gut. Hier vorne war ich gerade, da habe ich nur Schellfische gefangen. Also fast nur, die paar Köhler, was halt da. Schellfisch, 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 alle auf irgendwas mit Köhler, also Köhlerstreifen. Streifen, ein kleines Filet. Dann habe ich mir gedacht, ja, dann hänge ich doch da mal ein großes Filet dran. Vielleicht kommt ja mal die Trophy. Jetzt treibe ich aber schon wieder hier Richtung Mitte. Also wird es jetzt wieder anfangen mit Makrelen und Sardinen. Genau. Und die Sardinen beißen eigentlich immer, bevor der Köder ganz unten ist. Wenn der Köder ganz unten ist, kommt Seeskorpion, Schellfisch, Lump oder vielleicht doch mal ein Köhler auf Grundnähe. Aber soweit. Ja, habe ich da. Habe ich dazu noch nicht. Clip habe ich auf 41 Meter. Hier ist alles so um die 40 Meter Tiefe, also ist das ganz in Ordnung. So, und sobald der Clip rausgeht, ist ein Fisch dran. Und genau, ich angel mit der Endblei-Montage. Genau, Seeskorpion, Bänder wieder. Endblei-Montage, da habe ich das runde Ding mit 200 Gramm und dann habe ich 42 Kilo Mundschnur, 40 cm Fluorocarbon, 3er, 4er, 5er Haken. So. Jetzt warte ich schnell mal, ob da nicht reißt. Also einen ziehen wir noch hoch und dann kläre ich kurz, wo ich heute schon überall war. Ich habe hier an dem Spot noch keine 50 Fische gefangen. Die habe ich woanders gefangen. 2 Stunden lang. Jetzt wird ausgeschlitzt. Okay. Böser Junge. Okay. Wieder sind wir dran. Jetzt aber. Aber wieder was Kleines. Skorpion? Nö, Lump. Na, ultra. Genau, ich war heute. Hier war's, genau. Also ich bin rausgefahren, habe erstmal hier probiert, dann habe ich hier probiert. Dann war ich irgendwo hier und hier und dann hier an dieser Stelle. Also auf dem Echolot dann so, ja, wie sagt man es, so ein paar dunklere Stellen, also ein bisschen flachere Stellen, ganz ein paar ganz winzige. Und da habe ich dann europäischen Seehecht ganz viel gefangen und Wittlinge. Blauer Wittling, Wittling, europäischer Seehecht. Die Makrelenhechte habe ich davor irgendwo gefangen. Habe ich da irgendwo gefangen. Mit der Endblei-Montage kann man da schon richtig gut rumprobieren. Sogar aussortieren.
Man kann ja auch diese Gummi-Tintenfische dran machen, diese Kunstköder-Dinger. Und da kann man so gut rumprobieren, welcher Fisch geht auf welche Farbe. Habe ich zum Beispiel herausgefunden, die Makrelen sind auf den schwarzen ganz gut gegangen, auf den 05er. Köhler geht auf alles andere, so gefühlt. Und dann muss man natürlich, oh, Scholle, das ist meine erste heute. Was ist, hat die gebissen? Die Streifen. Okay. So, ja, so ganz mittig treibt es mich jetzt nicht. Vorhin ging es besser, da war das Wetter anders. Jetzt bei Sonnenschein funktioniert es nicht mehr so toll. Und man braucht halt einfach nichts machen. Die beißen von selber, weil durch die Drift, durch die Strömung bewegt sich unten der Köder immer auf Bodennähe. Braucht nur reinziehen, wenn einer angebissen. Ja, was Kleines, was sehr Kleines. Wittling. Okay, ja, gebissen auf. Seestreifenkühler. Nehme ich auch gerne mit. Und am besten versucht man auch so, also es müsste eigentlich so tief sein, dieses dunkelblaue. Oder? Ne, das kann man gar nicht so kategorisieren. Aber das hellblau, das dunkelblau, so alles, was so um die 70 Meter Tiefe hat. Oh, auf 30, 40 Meter, da kann man ganz gut auf Makrelen angeln. Da haben viele Schwärme immer. Habe ich gesehen. Ja, ich habe jetzt hier auf jeden Fall ein 3-Stunden-Ticket gezündet. Prozente habe ich jetzt auch schon 67 wieder. Also allzu weit ist es gar nicht mehr bis zum Rasselblei. Und dann natürlich Lockmittel für Meeresgrundmontagen nennen sich, glaube ich. Oh. Fisch dran. Ich werde vielleicht noch mal suchen mit den Tintenfischen ein bisschen rum zu experimentieren. Am Muschel will ich jetzt nicht rein. Oh, Seehecht wieder. Kleiner leider. Nämlich jetzt die das weg und schmeiße rein. Also Muscheln will ich jetzt nicht reinschmeißen, weil die sind dann irgendwie ein bisschen verschwendet. Aber ich probiere jetzt mal da ein paar Tintenfische durch. Und dann melde ich mich wieder, wenn ich ein ungefähres Ergebnis habe. Ups. Hola. Folgendes. Es zeichnet sich gerade ab. Hier, Schellfisch, Schellfisch. Jetzt, ach, das ist der Pollock. Schellfisch, Schellfisch. Und alle auf Grundnähe, die gehen alle auf diesen Oktopus. Und zwar durch hier in dem Bereich ungefähr ist alle rangegangen. So, jetzt warten. Jetzt mag er wieder nicht. Jetzt sind sie wieder schüchtern. Ja, zack.
und Scholle. Ach, die habe ich ja gar nicht drin. Da so, noch ein Versuch. Vielleicht kommt jetzt wieder Schellfisch. Beziehungsweise, was war da vorhin? Ja, es waren schon die Schellfische, oder? Oder die Wittlinge. So, leider bin ich jetzt nicht mehr hier in die Mitte getrieben, sondern hier rauf und jetzt wieder hier runter. Das ist aber dann gleich wieder die Änderung für die Drift. Mal schauen, wo es mich dann hintreibt. Tick-Tack, Tick-Tack. Eis ist den Köder. Ist das Essen? Haken sieht doch so lecker aus. Nein! Da habe ich mich jetzt selber verwirrt. Doch was dran. Oh, Dornhai. Er ist gegangen auf. Eines viele Köhler, okay. Also hier mit dem roten, weißen Oktopus. Wahrscheinlich richtig. Vince Colored Octopus 9001. Auf 40 Meter Grundnähe. Genau. Dann teste ich mal ein bisschen weiter. Bis dann. So, da sind wir wieder. Die 3 Stunden sind rum. Cache ist fast voll. Jetzt schaue ich mal, ob ich hier noch was zerhackstückeln kann. Machen wir was hier. Zack, einmal so. Obwohl das auch sinnfrei ist. Ne, machen wir lieber. Kleinen hier 2 Kilo Dinger noch. Alles unter 3 Kilo wird zusammengeschnitten. Ja, doch, passt schon. Da noch was? Nein, da ist noch einer. Dann sind wir da fertig. Makrelen habe ich, glaube ich, keine. Makrelen habe ich keine. Nee, hab ich nicht. Schauen wir mal, ob wir hier. Na gut, die kann ich, glaube ich, alle halt. Kann ich schon mal weghauen. Die bringen eh keine Kohle. Den kann ich weghauen, den kann ich weghauen, den kann ich weghauen. Ansonsten sind alle maßig. Ja, so. Dann einmal so rum. Das ist meine Ausbeute. Schwersten Fisch ist den Kabeljaus. Palums, Pollack, Köhler natürlich. Dann hier die Schellfische, die alle ziemlich auf den Oktopus gegangen sind. Die Lumps sind verschieden gegangen, kleines Filet, viele Streifen. Einer ist, glaube ich, auch auf hier Oktopus gegangen, auf den Kunstköder. Europäischer Seehecht sind erst auf Dinger gegangen. Habe ich hier oben noch einen größeren? Nein. Aber auch auf Filet, glaube ich. Kleineren. Ja, genau, die kleineren sind auf Filet gegangen. Ein Dornhai ist einmal auf Oktopus gegangen und der kleinere auf Fleisch, Scholle, Seeskorpione, ganz viele Wittlinge auch einige. Aber meistens Filetstreifen, aber auch auf die Oktopus-Dinger. So, Makrelen.
Makrelenhechte habe ich schon gesagt, auf Filetstreifen und Filet, kleines Filet. Und der einzige Barsch, der rein ist hier, auf Filetstreifen. Na gut, habe ich was vergessen? Sardinen, blaue Wittlinge, ja, wie die Wittlinge halt auch. Gut, schauen wir ins Café. Na, reicht leider nicht. Pollack, einer tickt. Also 138 gemerkt. Da haben wir leider nur zwei. Die sind nicht groß genug. Da habe ich nur einen leider. Selfish habe ich keinen. Den sowieso nicht. Aber der schaut richtig schön aus. Schönes Ding. Also 138 plus 1800, mal da nochmal so 1827 sind eigentlich für 5 Stunden fast 2000 selber, aber kann sich sehen lassen. Hier 26 Kilo Kabeljau, 100 Silber, fast 100 Silber. 11 Kilo, 90 Silber, Wittling 2,2 Kilo, fast über 80 Kilo, 50, 80 Silber, 50 Silber, 50 Silber, 45 Silber. Das ist richtig nice. Und dann aber sogar die Cisco, ja gut, alles unter 10 Silber ist dann eigentlich schon wieder vernachlässigbar, aber hier bei die Schellfische geht es dann los. Für die größeren ab 2 Kilo. Richtig, eine europäische Sardine, 76 Gramm, 13 Silber. Schön, so, zack. Perfekt. Und schon haben wir wieder 4000 Silber. Nicht mehr lange und dann kann ich mir irgendwas Geiles kaufen, da Angelrollen, da einfach mal so 75.000 Silber. So, 2.000 Silber 5 Stunden sind 37,5 Stunden, muss ich das noch so machen. Oder? Nee, warte, falsch. Halt so. Ja, genau, 37 mal muss ich das noch so machen. Das heißt 37 mal 5. Lange. So. Also, wie schon gesagt, ich war hier unten. Hier waren die Schellfische. Bisschen näher hier waren dann die Seehechte. Am Anfang waren hier die Sardinen ums 41er und am Schluss war ich, glaube ich, hier irgendwo ein Köhler und Lumps. Aber die Lumps sind hier vorne auch gegangen. Ja, ansonsten. Moment, hier, zack, zack, verschleißmäßig. Ja, das ist jetzt eigentlich gegangen, aber die habe ich jetzt vielleicht seit 2 Wochen schon 11% hier auf. Die Schnurlaufringe ist schon echt hart. Die Rolle geht noch, aber da muss ich bald was machen. Die wird mich noch sehr lange begleiten, die Rolle. Ich meine, die Routen. Nächste Route wird dann irgendwann. Was habe ich jetzt für eine? Genau, ich habe hier die beste leichte Bootsroute. Ja gut, das dauert, bis ich die mittlere freigeschalten habe. Aber sobald ich dann die habe, ist dann hier in die schweren Bootsrouten und dann schätze ich mal mittleren ab 10.000, ja. 10, 12.000 muss man schon hinblättern für eine gute mittlere dann. Ja, obwohl für 9.083
unten. Und dann ist natürlich bloß noch hier Sporn auf, wie hier. Aber das andere, das Equipment, die Schnüre und alles muss ja auch noch gekauft werden. Ah, ich wollte noch was schauen. Sehr gut. Hosen brauche ich nicht. Ah. Ja, da muss ich mich jetzt einmal leider durchkaufen. Ach Mist, da schau an. Ich wusste, dass ich irgendwas noch kaufen muss. Ja, und schon ist die Kohle wieder weg. Genau, weil nämlich mit den Schrimps hier kann man besser auf die Sardinen gehen. Aber an das habe ich natürlich überhaupt nicht gedacht. Deswegen, beim nächsten Mal verwende ich die und dann hoffe ich, dass ich da richtig gut die kleinen Fische rausballern kann. So, Wasser. Genau, 2,3% brauche ich noch für die nächsten zwei Dinger. Und dann sollte das eigentlich sehr schnell weitergehen. Da mittlere Bootsroute. Bis dahin werde ich, glaube ich, hoffentlich 10.000 Silber beieinander haben. Ja, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus.